Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich euch was zeigen. Und zwar hat Niche Beauty immer wieder ziemlich coole Angebote, sodass man halt irgendwie so Goodiebags und so gratis dazu bekommt. Und ja, jetzt zeige ich euch einfach mal, was ich dafür gekauft habe und was ich gratis bekommen habe. Spoiler, diese beiden Taschen und da ist richtig krasses Zeug drin. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das hier ist nämlich die Glam Up Bag, die normalerweise, wenn man die so kaufen würde, 89 Euro kostet. Sie hat einen Warenwert von 230 Euro und ab 220 Euro hat man die für umme bekommen. Da ich ein bisschen was von Chantecaille gekauft habe, weil das ist halt das, was ich dort auch ziemlich intensiv immer suchte, um es mal so zu sagen, habe ich das hier auch noch für umme dazu bekommen. Ich zeige euch aber zuallererst, was ich mir überhaupt gekauft habe, ne? Dass ihr auch seht, was im Prinzip der Invest war. Zum einen habe ich mir dort von Sweet die Airblush Cream gekauft. Das ist diese hier. Habe ich jetzt auch schon mehrfach gesehen auf Social Media. Ich habe die Farbe Cheeky und ich habe die Mascara davon auch schon mal gehabt und fand die sehr, sehr schön. Oder habe sie immer noch, ne? Hatte die mal in der Box drin. Und das ist dieses mintgrüne Verpackungsdesign und von innen haben wir einen Creme Blush. Das ist dieser hier, eine extrem schöne Farbe. Definitiv etwas, was man schon mal gesehen hat und so, aber so Cream to Powder, ne? Wunderschön. Wunderschön. Kannst du dir unter Puder, aber auch über Puder normalerweise ganz gut auftragen. Eine extrem schöne Farbe. Oh, klar. Konnte ich auch in verschiedenen Farben mir holen, aber ich glaube, die passt zu meinem neutralen, kühlen und sehr blassen Hautunterton sehr, sehr gut. Ich glaube, wir werden Freunde, ne? Also ich werde jetzt natürlich nicht alle Produkte so direkt ausprobieren können, einfach weil, ich bin schon geschminkt und dafür habe ich ja Schminkvideos. Ich zeige euch einfach erstmal die Produkte so. Dann habe ich mir von Chantecaille was gekauft. Da fangen wir jetzt erstmal mit dem Lippi an. Das ist bei Chantecaille immer ganz cool. Bei super vielen Produkten, die man dort kauft, unterstützt man auch immer soziale Projekte. Die sind aber auch immer sackteuer. Das hier ist ein Lip Veil Rouge à Lèvres Voile in Laurel. Und das ist hier mit diesem Pferd drauf, ne? Ist schon edel, ne? Definitiv. Die sind tierversuchsfrei. Und hier haben wir dann auch den Lippenstift, der so aussieht. Ist schon hübsch. Okay. Und hier haben wir dann die Farbe. Das ist auch ein ganz schöner, tragbarer Ton. Ich habe jetzt hier mein Tuch. Dann nehme ich mal das, was ich eben drauf gemacht habe, runter. Und dann machen wir uns den mal drüber. Ah. Ja, das ist mein Lips But Better. Und genau so mag ich das. Wenn ich mich nämlich sehr intensiv schminke, ne, sowas trage ich halt auch viel. Und sowas brauche ich auch mal gegebenenfalls auf. Wenn ich mir so ein sackteures Produkt kaufe, kaufe ich mir das nicht unbedingt in Türkis. Und sehr schön, sehr angenehm und leicht auf den Lippen. Hat ein bisschen eher was von Lippenpflege, vom Feeling her. Fühlt sich richtig schön an. Doch, und ich mag den Ton. Also ich finde auch, dass er mir sehr gut steht. Cool. Ja, man sieht jetzt natürlich nicht den Preis, ne, wenn man das so aufgetragen hat. Aber das ist halt das, was ich auch immer wieder sage. Wenn ihr euch irgendwie so High-End, mega krasse Produkte kauft, muss es ja nicht so sein, dass ihr euch ausschließlich mit nur diesen super teuren Produkten schminkt. Es ist ja vollkommen super, was es in der Drogerie gibt. Und das Ganze toppt man dann so für sich, für sein persönliches Empfinden mit so einem sackteuren Vieh und fühlt sich einfach wie Queen Schlag mich tot aus Timbuktu. Ne? Ist wirklich so. Und ich finde den auch sehr schön. Also da bin ich auch sehr happy drüber. Ich gucke mir bei sowas auch immer super viele Swatches und so weiter an, dass ich einfach bei so teuren Produkten wirklich im Vorfeld auch herausfinde, ob das auch was für mich ist. Ne? Weil ich kann jetzt ja nicht in den Laden so reingehen und das ausprobieren, weil ich wüsste jetzt nicht, wo man Chantecaille bei uns in der Gegend irgendwie im Laden auch bekommen könnte. Als nächstes habe ich mir ja noch zwei weitere Produkte gekauft. Einmal habe ich hier Wild Meadows Blush. Ja, und da ist dieses 25 Years Wild About Nature gewesen. Ja, so schaut der aus. Anemone sieht sehr hübsch aus. Ich finde dieses Verpackungsdesign in Relation zu anderen, die Chantecaille hat, jetzt nicht so überragend. Du hast ja halt hier so Blümchen drauf. Das sieht jetzt nicht nach, keine Ahnung, 60, 70 Euro Produkt aus, ne? Aber es sieht hübsch aus, definitiv. Und hier haben wir dann den Blush drin. Auch das ist eine extrem schöne Farbe.
Da haben wir auch dieses Pressing von der Blume. Es riecht nicht angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben auch einen kleinen Spiegel mit dabei. Ich swatch den jetzt mal. Und wir haben auch so eine ja, satinierte Geschichte. Der ist auch relativ stark pigmentiert und sehr pink. Aber auch das, ne, darf gerne mal sein. Ach was, der hat recht groben Glitzer mit am Start, also so vereinzelt, ne? Das sieht man vielleicht ganz leicht beim Swatch, ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt gerade beim Swatchen auf jeden Fall auf meinem Handrücken ein bisschen gesehen. Also es ist ein sehr luminöser Blush, ne? Das muss man mögen, aber ich finde den schon irgendwie schön. Ich habe den auch schon öfters mal so in den Warenkorb gelegt gehabt, aber dann immer wieder so, ach nee, Claudi, nein, 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 nein. Und dann gab es jetzt halt die Aktion mal wieder mit so einer Bag und das gibt es immer mal wieder. Das ist echt relativ häufig und da hat mir jetzt der Inhalt von der Bag auch echt zugesagt und deswegen habe ich dann gesagt, okay, das, was im Warenkorb jetzt schon länger drin liegt, kann ich jetzt dann auch bestellen. Das ist vollkommen in Ordnung. Als nächstes habe ich hier auch aus dieser 25 Years Wild About Nature Reihe das Wild Meadows Eye Quartet mir gekauft. Denn ich überlege, ein Frühface Chantecaille zu schminken, ja. Das ist schon krass. Das ist auch ziemlich bekloppt, um das mal so zu sagen. Weil ich glaube, die wenigsten Menschen auf diesem Planeten möchten sich das überhaupt leisten, ein Frühface Chantecaille zu schminken. Oder zu tragen, so, ne? Aber ich habe halt jetzt durch eine Kooperation oder durch mehrere Kooperationen auch immer wieder das Glück gehabt, mir solche Produkte aussuchen zu können. Die sicher habe ich selber gekauft und dann habe ich jetzt so ein bisschen noch mit ein paar Sachen den Sack zugemacht, ne? Und andere Sachen hatte ich mir halt auch über die Jahre nach und nach mal so zusammengekauft. Ja, auch hier haben wir diese Blume drauf, das hätten die wirklich schöner machen können, aber diese Palette hat mich hier von den Farben her, bei denen, die man halt kaufen kann, am meisten angesprochen. Die haben nicht mal sich Namen für diese Farben überlegt. Das finde ich persönlich schon fast frech, um ehrlich zu sein, weil diese kleine liebevolle Geste hätte man noch irgendwie mit reinbringen können, meiner Meinung nach. Ja, und hier haben wir zwei richtige, echte Schimmertöne. Ein Halbschimmerton, das ist eher so ein Satin-Finish, und ein Mattenton. Die können wir uns jetzt auch mal anschauen, dass ich die swatche. Ja, also wäre das hier nicht mit dieser Bag gewesen, ist uns, glaube ich, allen bewusst, ne, dass ich jetzt nicht einfach mal eben so mir diese Produkte so gekauft hätte. Ne? Also da muss schon irgendwie auch irgendwas mit dabei sein. Oh, ist der ist ja mal richtig schön hier. Das ist so ein richtig kühler Schimmerton. Also die sehen gut pigmentiert aus und dieser Pinkton ist auch sehr spannend. Und die swatche ich mir mal hier hin. Oh ja. Sehr, sehr schöner Schimmer. Das hier ist wirklich ein Hauch von, also fast nur Schimmer. Also das Rosa ist ja sehr, sehr interessant. Dann dieser Kühle, der ist auch sehr, sehr nice. Und dann der Matte mit dabei. Der kann echt was. Und ich glaube auch, dass es einen schönen Alltagslook gibt. Und so eine Palette, die sollte man dann auch wirklich, wenn man sich die kauft, nicht im Schrank versauern lassen. Da sollte man intensiv drüber nachdenken, ob man das überhaupt möchte, ob man sich die überhaupt kaufen möchte oder ob man sich die wünscht, ne, dass man sich die schenken lässt oder so. Aber das muss schon wohl überlegt sein. Das ist nicht mal eben so gemacht, ne, meiner Meinung nach. Also das ist wirklich, also nicht, also für vier Töne ist das schon eine Hausnummer. Ganz ehrlich. Aber da werden wir auch gucken, ob die auf dem Auge auch das bringen, was quasi der Preis verspricht. Mal gucken. Und ich meine auch, dass das ein oder andere Produkt von Chantecaille, was ich mir gekauft habe, ein bisschen reduziert war. Dann habe ich mir von Kosas neue Produkte gekauft. Das ist so ein Set gewesen. The Wet Set Undress Duo. Das hat einen Wert von 24 bzw. $34? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Okay. Ach so, eins davon ist, glaube ich, 24 Euro wert und das andere 34. Okay. Und ich habe mir jetzt auch diese neue BB-Cream gekauft. Da wollte ich dann auch demnächst mal euch was von zeigen. Und ja, Kosas ist eine griechische Naturkosmetikfirma, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die haben schöne Sachen. Ich muss nur gucken, ob das dann auch was für mich ist. Hier haben wir die beiden Produkte, die der Schwerkraft natürlich auch unterliegen. Und einmal ein Lip Oil und ein Lipstick. Der Lipstick dürfte sogar fast schon, nee, der ist ein bisschen matter als das, was ich auf den Lippen habe und auch ein bisschen wärmer ist der, ne? Genau. Und den kann ich immer swatchen.
Genau, ist aber auch so ein schöner My Lips But Better Ton in einer sehr, sehr cremigen Variante. Und nein, der ist nicht matt, so wie ich erst vermutet hätte. Sieht auch sehr hübsch aus. Das ist schon cool. Magnetisch schließend. Und das ist natürlich ein richtig cooles Verpackungsdesign. Das sieht sehr fancy hier aus beim Lippenöl. Und ich liebe Lippenöle. Richtig cool. Welche Farbe bist du hier eigentlich gewesen von dem hier? Heatwave, genau, eine Hitzewelle. Und genau, dieser hier ist Unhooked. Und oh, der riecht sehr, sehr schön süß, sehr angenehm. Der Lippenöl, das Lippenöl. Und der ist, also wenn der Heatwave ein bisschen, vielleicht ein bisschen in die rosane oder Rosenholzrichtung geht, haben wir hier etwas nudigeres, etwas bräunlicheres am Start. Ne? Aber Lippenöle sind wundervoll, kann man immer sehr gut gebrauchen, weil das eine schöne Alternative ist, zum Beispiel zu Lipglossen. Und du hast hier gleichzeitig auch noch Lippenpflege mit einem Lip Oil, ne? Finde ich sehr schön. Okay, das sind die Produkte, die ich mir gekauft habe und wo mein Herz auch wirklich sehr, sehr warm wird, wenn ich mir die jetzt angucke und ich einfach weiß, dass sie jetzt in meine Sammlung einziehen dürfen. Auch dieses Lippenprodukt, mega, mega angenehm. Also fühlt sich auch toll auf den Lippen an. Das hat sicherlich auch irgendwas Pflegendes mit dabei. Ich habe hier als Probe mit dazu gekriegt von Valuyes Body Scent. Ja, etwas. 2 Milliliter 12, okay. Diese Valuyes-Düfte hatte ich auch schon mal in Adventskalendern drin, sind nicht ganz so mein Vibe. Das sind eher so Unisex-Düfte. Deswegen werde ich den jetzt auch nicht unbedingt testen. Das hier habe ich mir aber ausgesucht. Das ist Chantecaille, natürlich, Rose de Mai Cleansing Balm. Da bin ich auch gespannt drauf, was der so kann. 2 Milliliter sind hier drin. Und ja, das finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Reinigungsbalsame sind voll mein Ding, der erste Schritt beim Double Cleansing. Und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit der, wie heißt du nochmal, Glam Up Bag. Erstmal die Tasche selber, die hat ja auch ihren Wert, ich glaube sogar 29 Euro oder so. Ne? Finde ich sehr schön, die fühlt sich auch sehr, sehr gut an. So als Kosmetiktasche kann ich die mir auch sehr gut zum Verreisen vorstellen. Sehr hochwertig, von innen haben wir auch noch eine Innentasche hier mit dabei. Also das ist schon schön gemacht und da haben wir dann die Produkte in der Tasche drin enthalten. Da schauen wir mal. Okay, erstmal. Also sowohl Pflege als auch dekorative Kosmetik sind hier drin. In der Farbe Claire habe ich eine BB-Cream drin von Eborian mit 5 Millilitern. Die habe ich auch aktuell in meiner Schminkschublade hier vor mir und die mag ich so gerne. Die ist richtig, richtig empfehlenswert. Die hat schon eine gute Deckkraft. Also das ist nicht nur ein Hauch von. Ne? Das muss man sich ja so ein bisschen bewusst machen. Ich finde die sehr schön. Lichtschutzfaktor 20 ist mit dabei. Du trägst niemals so viel Produkt auf, als dass du den erreichen würdest. Aber sie ist in der Box drin und sie ist sogar in meiner Farbe. Finde ich schön. Dann haben wir hier Flora Danica Discovery Set Eau de Parfum. Genau, da haben wir verschiedene Düfte drin. Auch spannend, ne? Dass man da einfach so ein bisschen sich durchprobieren kann. Florale Düfte sind ja voll meins. Wir haben hier 4x 1,5 Milliliter drin. Und oh. Und ich finde es schöner, dass wir halt wirklich 4 verschiedene Düfte hier drin haben, als wenn ich jetzt einen Duft mit 6 Millilitern drin hätte. Da bin ich vollkommen ehrlich, ne? 1761, Flower Muse, Soul Garden und Amber Echo. Ne? So kann man auf jeden Fall mal gucken, ob einem die Düfte zusagen. Da würde ich mich dann natürlich erst über die jeweiligen Duftbeschreibungen informieren, die hier auch nochmal aufgeführt sind, bevor ich da dann einfach mal auch reinschnuppere, dass man sich auch ein bisschen davon, ich sehe hier schon schöne Sachen, dass man sich dann da auch so inspirieren lassen kann. Und ich finde, auch in solchen Boxen sind Düfte immer ganz gut aufgehoben. Die BB-Cream ist dann eher mutig. Als nächstes habe ich hier eine Mascara am Start von Westman Atelier. Auch das eine sehr, sehr teure Marke. I Love You Mascara. Hier steht jetzt nicht mit dabei, wie viel quasi hier drin enthalten ist. Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, von der Größe und so, dass wir hier 1 Milliliter haben. Das ist ja eigentlich bei solchen kleinen Typchen so der Fall. Ne? Und wir haben hier so ein Faserbürstchen. So sieht die im Originalen aus. Muss ich auf den Wimpern testen, kann ich euch so natürlich noch nicht allzu viel zu sagen. Aber es ist natürlich schon mal so voll mein Vibe. Also wir haben ja auch eine Box, die sehr dekorative Kosmetiklastig ist, was ich gut finde. Von Milk haben wir in der Farbe Baked auch noch einen Bronzer mit dabei, einen Matt Bronzer Stick. Und das sind 5,7 Gramm. Ich meine, dass ich auch sowas Ähnliches schon da habe. Ich weiß nicht, ob das auch diese Farbe ist.
Tatsache. Ich habe aber 3 Gramm und nicht 5,7, wie die hier drin enthalten wären. Ne? Ich kann euch den aber mal swatchen. So schaut er aus. Das ist halt einfach ein Bronzer-Stick. Und wir haben so selten auch mal in Beauty-Boxen oder Goodie-Bags oder so mal einen Bronzer mit drin. Das ist echt Wahnsinn. Genau, also der ist schon relativ warm. Ne? Also das ist halt wirklich Bronzer und nicht Contour. Schaut so aus. Wird auf jeden Fall von mir im Gesicht, im Full-Face-Beauty-Boxen getestet. Ach, guck mal, wenn ich den jetzt so nach unten fahre, ist er einfach weg. Ist auch funny, ne? Okay, den hatte ich mal irgendwann in einem Adventskalender drin. So, dann kommen wir mal zum nächsten Schätzelein. Und zwar habe ich hier von M Healthy Cheek and Lip Cream. Genau, das fand ich auch sehr interessant. Soll halt Farbe geben, hydratisieren und einen Second Skin Effekt geben. 2 Gramm sind hier drin enthalten. Und der sah auch richtig schön auf dem Bild aus. Amorös ist da die Farbbezeichnung. Ganz schön blushlastig, dieser Haul bei mir, ne? Genau, so schaut die Verpackung aus. Das ist halt so ein richtiger Spiegel. Das heißt, wenn man das sich jetzt so aufträgt, kann man sich auch drin spiegeln. Das ist natürlich praktisch, aber der wird sicherlich, ja, hat auch noch zusätzlich hier einen Spiegel drin. Das ist ein Cream Blush. Ja, aber auch wirklich rein Cream, ne? Und auch wirklich Beerefarben. Wow. Das ist eine intensive Farbe. Auf dem Finger ist er aber nicht so intensiv dunkel wie jetzt im Pfändchen. Ne? Das hatte ich mir tatsächlich auch vorher angeguckt, weil Katze im Sack und so ist immer ein bisschen schwierig. Okay, und wenn ich mir den auftrage, ist er dann doch eher dezent. Gut, also tatsächlich, ne? So super dunkel brauche ich das jetzt nicht auf meinen Wangen haben. Der ist schon relativ fest, also da muss man wirklich gucken, wie das dann so funktioniert und ob man den überhaupt sieht. Ne? Also der Swatch hier ist wirklich gar nicht, also den Tick-Dollar hätte es tatsächlich sein dürfen, meiner Meinung nach. Okay, ja, packe ich mir zur Seite, wie gesagt, für mein Fullface. Ne? Weiter geht die Bilderreise. Hier haben wir Pflege von der lieben Dr. Barbara Sturm am Start. Super Anti-Aging Cleansing Cream. Genau, und da sind 20 Milliliter drin. Eine super gehypte Marke im englischsprachigen Raum. Und ja, auch öfters mal so in Adventskalendern zu finden. Das war bislang auch immer recht gut auf meiner Haut, aber ich muss wirklich sagen, dass ich einfach finde, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Dr. Barbara Sturm für mich persönlich nicht so intensiv passend ist. Also würde ich mir jetzt so nicht zum Originalpreis kaufen. Nö. Da freue ich mich, wenn ich das in solchen Boxen und Bags drin habe. Ne? Dann fühlt man sich edel, wenn man es verwendet. Als nächstes habe ich hier in der Farbe Nude Blush von Every Woman is Beautiful Because She is Uniquely Herself. Das ist natürlich ein richtig toller Spruch. Klee Cosmetics. Oh, das ist schade. Der läuft ab am 2.9.2024. Das hätten sie auch vielleicht irgendwie ein bisschen mit dabei sagen können, weil dann hast du ja wirklich gar nicht so super viel Zeit, um das aufzubrauchen, ne? Ich meine, ja, es ist ja mindestens haltbar bis und nicht tödlich ab. Trotzdem finde ich das dann ein bisschen schade, bin ich vollkommen ehrlich. Wir haben so eine ganz simple Pappverpackung und, nein, ein Lip Powder ist es. Es ist wirklich ein Puder. Long-Lasting Matte Lip and Cheek Tint. Da weiß ich noch gar nicht, wie man sowas anwenden soll. Kann man das sehen? Das ist wirklich ein Pulver hier drin. Oh, wenn ich das jetzt aufmache, eskaliert das jetzt alles? Hm. Oh, das ist sehr, sehr merkwürdig. Die Farbe ist wundervoll. Da habe ich schon wieder 10 Euro gefühlt weggepustet, weil das daneben geflogen ist. Mann. Okay, ja, werde ich mal ausprobieren. Definitiv. Oder gebe ich mir das jetzt drüber? Kann ich ja eigentlich auch machen, ne? Dafür gebe ich mir aber das Lippenöl auf. Ich glaube, das macht ein bisschen mehr Sinn. Dann nehme ich das Lippenöl von Kosas, weil ich denke schon, dass man da irgendwas Feuchtigkeitsspendendes drunter geben sollte. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Also du hast ja auch wirklich so einen Applikator, wie bei, ja, bei einem Lippenprodukt, ganz normal, ne? Da ist Puder drauf, ja. Fühlt sich merkwürdig kühlend an. Ist das dann wie so eine Art Pigment, was man sich dann so mit aufträgt? Das kenne ich für die Lippen wirklich noch gar nicht. Als Blush, klar, kann ich mir vorstellen, vor allem ziemlich witzig. Ansonsten hat man das ja häufig, dass du Cream Blush verwendest, was du dann ja auch für die Lippen mitnehmen kannst. Ne? Jetzt haben wir ein Puder Blush, was du auch für die Lippen mitverwenden kannst. Sehr fancy. Mega schöne Farbe, dieses Orange mag ich gerne. Ne? Das ist schon speziell. Das ist sehr, sehr aufregend. Ihr kennt ja auch diese Hydra Powder vielleicht. Das ist nochmal
intensiver als ein Hydra Powder von dem Cooling-Effekt. Ich versuche das mal zu swatchen. Ja, das ist halt nicht so leicht, aber es geht. Sieht halt super, super pudrig aus, ne? Aber dieser extreme Orangeton finde ich abgefahren. Finde ich auch richtig schön. Also das ist cool. Vor allem, weil jetzt ja auch Orange ziemlich angesagt ist, ne? Sowohl als Blush als auch auf den Lippen, kommt das, glaube ich, ganz gut. Weiter geht die wilde Reise mit einem Produkt von Clé de Peau, genau, weil das hatte ich noch im Hinterkopf, dass man da irgendwas von Clé de Peau drin hatte. Le Fond de Teint, eine Foundation mit 3 Millilitern. Die Farbe ist Light Medium Ochre O20. Mal gucken, mal gucken. Aber hey, ich habe hier eine Foundation von Clé de Peau. Edel, sprach der Edel. Ist schon geil, muss man wirklich sagen. Und ja, die Verpackung, die ist, oh Gott, ist das eine schöne... Oh. Also im Sommer kann das was werden. Ist vielleicht ein bisschen gelb für mich. Ja. Eieieiei. Das ist wie ein Diamant, Leute. Oh mein Gott. Vielleicht doch ein bisschen gelb. Ich swatch die mal. Wie die so ist. Ich habe mir auch Swatch-Bilder dazu angeguckt. Das ist nicht optimal, meine Farbe. Das ist klar, ne? Also ich brauche immer was ganz Helles. Nein, das ist einfach gelb. Oh. Nein, das... Oh nein. Claudia, das kannst du auch nicht im Sommer tragen, glaube ich. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Oder? Vielleicht wohl. Wenn ich wirklich lange im Garten war, Leute, dann kann das doch vielleicht... Ich kann mir die Welt auch schön reden, aber so richtig schlimm sieht es nicht aus. Es ist tatsächlich auf dem Handrücken noch heller als das originale im Asa Magic Finish. Und das sieht richtig gut aus. Sehr stark parfümiert. Aber ich glaube, ich möchte es im Gesicht ausprobieren. Und dann vielleicht nur ein bisschen davon auftragen. Es muss ja nicht so... Ich rede mir das wirklich schön, ne? Aber ich will es halt ausprobieren, weil ich das so spannend finde. Wenn man halt so ein teures Produkt dann irgendwie mit drin hat... Das kann echt was werden. Doch, doch, doch. Ich bin zuversichtlich gerade. So, und das letzte Produkt, was wir hier in dieser Bag hatten. Oder ist hier noch was hinter dem Reißverschluss versteckt? Nee. Aber auch wirklich, ne, von innen eine schöne Tasche. Würde ich mir aber auch nicht für den Preis kaufen. Haben wir hier Berlin Brow Definer von Gitti Conscious Beauty. Das ist in der Farbe 03. Keine Ahnung, welche Farbe das dann sein soll. 0,06 Gramm. Schaut so aus. Auch das ein Produkt, was ich definitiv gerne in meine Full Face Beauty Box mit reinpacke. Und das ist halt die Sache, eben weil ich weiß, dass viele davon, also viele Produkte, die ich euch hier zeige, auch relevant für andere Videos sein könnten, macht es durchaus Sinn für mich, sowas dann auch tatsächlich zu bestellen. Vor allem, wenn ich dann ja sowieso Produkte hatte, die ich ja so interessant finde. Mal gucken, mal gucken. Ich kann ihn hier mal in der Mitte swatchen. Oh, der ist relativ warm. Aber ich glaube, mal gucken. Vielleicht funktioniert der ja. Mal gucken. Einfach mal gucken. Lass uns einfach mal überraschen. Aber ich finde es cool. Bin ich ehrlich, ne? Und wie gesagt, ich konnte halt online den Inhalt sehen. Und ich habe schon so viele Boxen mir dann halt auch nicht bestellt und dann diese Box bestellt, weil eigentlich ausschlaggebend war die Foundation von Clé de Peau. Weil wann kommst du mal an so eine Sample-Geschichte dran? Ganz ehrlich, ne? So, und dann, weil ich eben so einiges von Chantecaille bestellt habe, bei einem gewissen Wert konnte man sich nämlich auch noch, oder ist diese Tasche auch noch mit in die Einkaufstasche gewandert für Umme. Da sind halt auch so Samples drin. Erstmal die Tasche an sich ist ganz hübsch, ne? So eine Durchguck-Plastiktasche. Und hier drin haben wir enthalten zum einen ein Rice and Geranium Foaming Cleanser von Chantecaille. Das sind 8 Milliliter. Den würde ich dann als zweiten Schritt vom Double Cleansing verwenden. Da habe ich ja den Cleansing Balm schon als ersten Schritt. Dann habe ich hier die Stress Repair Concentré Plus. Oder Stress Repair Concentrate Plus mit 3 Millilitern. Wow. Das ist für die Lippen und Augen gedacht. Also quasi im Prinzip ist es eine Augencreme. Und alles, was Augencreme ist, kannst du auch immer für die Lippen verwenden, weil dort halt einfach die, wow, ist die klein, die Stellen der Haut sitzen, die am, der Gesichtshaut sitzen, die am empfindlichsten sind, am dünnsten sind. Vor allem so eine Mega-Verpackung für ein 3 Milliliter Sample quasi, ne?
Das ist schon, krass. Und ich habe jetzt ja letztens erst die ganzen Produkte von Charlotte Tilbury getestet, um euch da auch ein bisschen mehr zu sagen zu können. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, du hast die Möglichkeit, das auch mit Shaun Takei zu machen. Auch da wieder, ne, dass man da, dass ich für mich geschaut habe, inwiefern ich das Ganze auch für Videos für euch weiterverwenden kann. Hier habe ich die Bio-Lifting-Maske Plus mit 5 Millilitern, also eine schöne Gesichtsmaske. Ich verwende immer gerne solche Creme-Masken. Morgens, wenn ich meine Zähne putze und meine Pinsel wasche und so, dann ist die immer schön auf dem Gesicht. Ja, das sind alles solche Pöttchen, ne? Die sehen ja immer so aus. Aber ich finde es schon cool, dass man da einfach die Möglichkeit hatte, durch die eine Bestellung halt 2 Goodiebags zu bekommen. Hatte ich euch auch gepostet, also da hatte ich euch auch drüber informiert. Und zu guter Letzt habe ich die Bio Lifting Cream Plus mit 5 Millilitern hier drin. Und Shaun Takei scheint auch eine Marke zu sein, die recht viele natürliche Inhaltsstoffe beinhalten. Ja, genau. Und da hatten wir jetzt auch eben schon gesehen, wie so ein Tiegel aussieht. Finde ich ziemlich cool. Und ja, halt das gab es gratis mit dazu, weil ich eben die Shaun Takei Sachen bestellt habe. Und die andere Bag gab es mit dazu, weil ich für 220 Euro was bei Niche Beauty bestellt habe. Und wir finden bei Niche Beauty auch immer wieder solche Boxen, solche Beauty-Boxen, Beauty-Bags, die man für Umme mit dazu bekommt, wenn man halt einen wirklich sehr, sehr hohen Bestellwert erreicht hat, die natürlich inhaltlich immer wieder unterschiedlich sind, aber du siehst den Inhalt immer und das finde ich sehr charmant. Man sieht auch hier tatsächlich, dass wir einen guten Mix haben aus, ich sag mal, Deluxe-Travel-Sizes und auch die ein oder andere Full-Size ist sogar mit dabei, ne? Das hier ja auch. Und das finde ich ziemlich abgefahren. Und Niche Beauty hat sehr interessante Produkte. Schaut da super gerne mal vorbei. Ich setze euch mal einen Link dazu in die Infobox. Und ja, dann wäre es das hier gewesen mit meinem sehr, sehr verrückten, abgefahrenen, ich habe so viel gratis bekommen, Haul. Und wenn es dir hier gefallen hat, wenn Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.